jetzt hier. Jetzt geht's los, meine Villager, Alter. Jetzt können wir endlich richtig reinhauen. Jo, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Leute, also ihr habt mich von euch aus gesehen, das letzte Mal gestern gesehen. Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor über 5 Tagen tatsächlich aufgenommen. 5 Tage! 5 Tage! Das ist so eine lange Zeitdauer und ich stand AFK. Ich habe es ja letzte Folge gesagt, ich habe es ja versprochen. Und wie ihr seht, habe ich hier ein bisschen was gemacht und ich gucke hier am besten mal nicht runter. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ja, wir haben ein paar Doppelkisten voll mit Eiern. Frag mich nicht, warum. Ich weiß, um ehrlich zu sein, so richtig auch selber nicht, warum. Aber irgendwie war es mir wichtig, dass wir einfach genügend Eier haben. Vielleicht brauchen wir die irgendwann, vielleicht auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, jo, vielleicht brauche ich es halt irgendwann, vielleicht auch nicht so. Aber naja, auf jeden Fall war ja der Hauptgrund so, yo, ich will Weizen farmen. Weizen, deswegen stand ich auch AFK. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, ich habe nämlich ein paar Farmen dazu gebaut, wie in der letzten Folge gesagt. Und mit ein paar Farmen meinte ich, ich habe das alles mal, ja, circa vervierfacht. Wenn ich sogar ein Viertelfacht. Ja, da steht jetzt ein bisschen mehr, sogar eine ganze Menge. Und ich hatte gerade ein paar Probleme hier. Nee, okay, die sind weg. Nämlich war das so, in der Zwischenzeit, dass hier nun mal Mobs waren und ich die abschießen wollte. Und dann ist mein Pfeil nur so stückweise geflogen. Als würde er nicht richtig gerendert werden, aber ich weiß nicht, warum das so war. Naja, auf jeden Fall, ihr seht es hier schon, ich habe hier echt einiges gemacht. Also ich habe hier ein paar Kisten hingestellt, da auch. In der Zeit hier zwischen den Aufnahmen und hier, wie gesagt, die Farmen sind alle aktiv. Und ich zeige euch mal was. Ich denke mal, wir haben auf jeden Fall genügend Zuckerrohr. Die Doppelkisten hier, die ist zum Beispiel komplett oder fast komplett voll hier. Und hier können wir auch mal reingucken, auch fast komplett voll. Also wir haben definitiv endlich genügend Zuckerrohr. Und ich bin so hyped heute mit den Villagern zu traden. Ich bin so hyped darauf. Ich habe da so viel Bock drauf. Ich habe ja jetzt wieder Schulzeit. Ihr müsstet theoretisch auch wieder in die Schule gehen. Oder viele von euch. Vielleicht geht auch irgendjemand, der mich guckt, nicht zur Schule. Aber auf jeden Fall gehe ich wieder zur Schule. Und dann stelle ich mich frühst einfach dahin und stehe dann halt die 9 Stunden, die ich dann weg bin, dort AFK. Und ihr seht auch hier, hier ist ein Creeper leider explodiert. Muss ich jetzt irgendwann in Zukunft reparieren. Ich habe den ganzen Stuff in meinem Inf. Hier sind auch wieder ein paar Eisenblöcke dazu gekommen, aber ist ja klar, wenn wir so viel AFK stehen. Und die Standruckler sind immer noch nicht weg. Ah, ich hoffe so, dass irgendwann Optifine mal endlich für die 1.15 rauskommt. Ich weiß echt nicht, was da abgeht. So, auf jeden Fall würde ich sagen, ich leere jetzt mein Inventar. Und dann machen wir uns wirklich jetzt direkt dran, das ganze Weizen zu vertraden. Weil letzten Endes haben wir das ja nicht alles umsonst gecraftet. Das brauchen wir ja nämlich alles heute. Ich habe das ja alles hier gebaut und gemacht und getan, damit wir nicht mehr so eine Folge wie vorletzte Folge erleben. Und Alter, diese Ruckler irgendwann wirklich, ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie oft ich schon deswegen geflucht habe. Ich habe auch keine Lösung gefunden. Ich weiß auch nicht, wie viele Stunden ich schon recherchiert habe. Habe aber nie was gefunden, ey. Wirklich, wenn das irgendwann weg ist, ich feiere mein Leben. Auf jeden Fall habe ich das ja alles gebaut. Im Prinzip nur dafür, dass wir nicht nochmal so eine trostlose Folge hatten wie vor 2 Folgen. Da lief ja alles nicht so gut und das hat mich irgendwie schon so ein bisschen enttäuscht, wisst ihr. Weil ich muss sagen, ich bin momentan echt sehr, sehr zufrieden mit den Folgen. Finde den Schnitt gut, finde gut, wie ich talke. Ich habe nämlich, so mir ist aufgefallen, vor allem in letzter Zeit oder früher, in den ersten, oh, lass mich nicht lügen, 50 Folgen circa. Ich weiß nicht, ich kann eigentlich betont reden und so rede ich normalerweise auch, dass ich, wie soll ich mir sagen, dass die Leute meine Gefühle spüren, rede. Aber irgendwie habe ich das in den letzten Folgen nie hinbekommen. Beziehungsweise habe es, glaube ich, aber nicht hinbekommen, vor dem PC so zu reden, wisst ihr? Ihr seht ja das Video und denkt euch gerade, ach cool, der redet, bla bla. Und ich sitze ja im Prinzip nur vor dem Monitor und gucke mir gerade den Villager an, der eine komische Brille auf hat. Ich denke mal, daran hat es gelegen und durch die Übung, durch das tägliche oder fast tägliche Aufnehmen, ist es halt übelst besser geworden und es freut mich. So, und jetzt hier. Jetzt geht's los, meine Villager, Alter. Jetzt können wir endlich richtig reinhauen hier. Mit den Trades. Ja. So, und auch der hier. Ihr kriegt jetzt alles. Oh, ihr kriegt jetzt alles, was ihr begehrt. Ich krieg alles, was ich begehr. Endlich können wir hier ordentlich traden. Und da haben wir jetzt schon fast 1 Stack Emeralds. Ich fasse es nicht, Alter. Ich liebe es. Diese Farm zu bauen war wirklich richtig gut. So, aber was man dazu gleich erwähnen kann, ist, dass die Villager trotzdem alle komplette Kack-Trades haben. No front, liebe Villager, an euch, aber ihr habt komplette Kack-Trades, wirklich jetzt. Ich werde mich jetzt erstmal auf den Weg machen. Oh, hallo, okay. Ich werde mich jetzt erstmal auf den Weg machen und einmal rüberfahren zu unseren anderen Villagern. Denn, und Alter, ist es schon wieder laut, denn da drüben wollen wir heute die Villager vermehren, ein paar Villager machen, die direkt wegschicken, dass wir irgendwann in kommender Zeit hoffentlich endlich mal unser magisches Buch bekommen, was sich Mending nennt. Oh, 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 okay, die sind hier sogar schon erwachsen geworden. Theoretisch, okay, Leute, ich fahre nochmal zurück, ich hole mir ganz kurz Weizen, wir sehen uns nach einem Cut genau hier wieder, bis gleich.
Mann! Ey, ich steige hier immer aus und komme immer wieder hier raus. Ich fasse es nicht, Alter. So, okay, passt. Aber ich bin jetzt wieder zu Hause, wie ihr seht. Ich habe jetzt hier auch tatsächlich endlich genügend Papier. Heißt, ich will jetzt mal versuchen, wie das aussieht. Ich habe ja schon vor ein paar Folgen, ist mir ja aufgefallen, yo, die müssten theoretisch andere Berufe annehmen. Die Frage ist nur, ist das wirklich so? Werden die jetzt arbeitslos? Ja, werden sie. Sehr gut. Heißt, dir kann ich jetzt immer einen neuen Beruf geben. Verbrennung 2 für 28. Okay, und theoretisch können wir das jetzt so lang machen, bis irgendeiner von den beiden hier einen Beruf hat, der mir gefällt. Beziehungsweise wir jemanden haben, der uns einen Mending-Trade gibt. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, ob das überhaupt möglich ist, aber theoretisch müsste es möglich sein, dass die uns direkt als ersten Trade Mending verkaufen. Behutsam, lol, Behutsamkeit für 12. Yo, Bruder, du bist Ehrenmann. Das ist richtig, richtig gut, oder? Behutsamkeit für 12. Die Frage ist, wenn wir den jetzt darüber transportieren, behält er seine Berufe? Aber ich trade mal mit dem. Ich kann mit dem gar nicht traden. Ich trade mal mit dem, damit er wenigstens ein Level aufsteigt. Okay, das tut er dann doch nicht. Kann ich mit dem traden? Dann trade ich mit dem. Okay, nee, aber der gibt mir jetzt hier ein paar Emeralds. Und die kann ich gleich benutzen, um mit dem weiter zu traden. Behutsamkeit für 9. Ich will den Level höher bringen, weil ich Angst habe, dass er sonst seinen Job verliert. So, dann kaufe ich mir jetzt hier ein Behutsamkeitsbuch. Und dann müsste der theoretisch jetzt ein Level aufsteigen. Und wir haben hier direkt unseren Neuling. Hallo, Kleiner. Ja, jetzt steigt der ein Level auf und jetzt versuche ich den mal abzutransportieren. Ich hoffe, das funktioniert. Dass er halt, oh, wenn er seinen Job verliert, wäre das so traurig. Das ist so geil, der Behutsamkeitstrade, wenn es Zuschauer gibt von euch, denke ich, gibt genügend, die das Let's Play verfolgen. Die werden ja auch wissen, dass wir so lange gebraucht haben, um Behutsamkeit zu bekommen. Und wenn er das uns jetzt wirklich tradet, dann wäre das halt, das wäre das Beste, was uns erzählen kann. Ich hoffe so sehr, dass er seinen Job nicht verliert. Aber theoretisch, wenn ich jetzt das hier abbaue, verliert der seinen Job. Der verliert nämlich seinen Job nicht. Und ich glaube, wenn die ein Level höher sind vielleicht, verlieren die ihren Job dann nicht mehr. Kann das sein? Ich bin mir halt überhaupt nicht sicher so. Aber das Gleiche werden wir jetzt mal drüben machen. Ich werde drüben oder jetzt mal rüberfahren. Und drüben werden wir einmal alle Tools abbauen, dass die Villager am besten arbeitslos drüben ankommen, dass wir dort mit den Experimente machen können. Leute, ihr merkt, langsam komme ich in dieses Villager-Game rein, Alter. Langsam habe ich es verstanden. So, und jetzt komm bitte, bitte lieber Villager. Er hat seine Berufung noch. Ja, Leute, wir haben einen Behutsamkeits-Villager für 9 Emeralds. Behutsamkeit für 9. Oh mein Gott, ich glaube 5 oder 6 wäre das Beste. Und 9 ist schon ein echt richtig nicer Trade, wollte ich jetzt sagen. Richtig nicer Trade. Abbauen und jetzt muss der mal bitte einmal da rein. Nein, Brudi, er muss einmal da reinlaufen, bitte. Okay, und jetzt musst du da rein. Und dann habe ich den nämlich jetzt safe hier bei mir. So, und dann müssen wir hier noch die ganzen Dinger abbauen. Kann sein, theoretisch, die verlieren ihre Berufe nicht. Kann es wirklich sein, dass meine Theorie stimmt, dass sobald die ein Level höher sind, die ihre Berufe nicht mehr verlieren können? Kann das sein? Und deswegen haben die nämlich hier alle noch ihre Berufe. Vielleicht haben wir ja wirklich Glück und dieser Villager wird noch echt zu einem Mending-Villager. Aber ich glaube, Behutsamkeit und Mending wäre dann zu viel des Guten. Okay, wir traden Laternen, weil damit geht er am meisten Level hoch. Er hat keine Laternen mehr. Okay, wir bauen einmal die Bücherregale ab, dann können wir Bücher mit ihm traden. Und das müsste uns theoretisch weiterbringen, hoffentlich. Und ja, Leute, Glück 3 Picke müssen wir das wieder machen, aber es geht ja auch relativ schnell. So, Leute, ich habe hier jetzt wieder 30 Bücher. Und, oh, er ist sogar weitergekommen. Er hat jetzt Verbrennung 1. Okay, Verbrennung 1 ist jetzt nicht so nice. Aber wir können jetzt erstmal ein paar Level traden hier. So, jetzt kommt er wieder ein Level hoch. Atmung 2 für 27. Ja, okay, das ist jetzt nicht so gut. Und nach dem Kompass kommt nur noch ein Namensschild. Heißt, das brauchen wir nicht mehr traden, Leute. Aber trotzdem übelst gute Trades, die der uns gebracht hat. Wirklich so geile Trades. So, okay, leider, Leute, immer noch kein Glück gehabt. Ich mache mich jetzt auf den Weg zurück und gucke, dass wir wirklich noch ein paar Leute, die arbeitslos finden, jetzt sind. Ja, was? Dass wir noch ein paar Leute finden, die arbeitslos sind, die dann darüber bringen und dann können wir dort mit denen wirklich die Experimente treiben, bis sie endlich Mending haben. Alter, ihr seht, dieses Mending-Buch zu bekommen, ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht hätte. Ich habe nämlich wirklich gedacht, am Anfang, wo ich damit angefangen habe, dass ich mich zu einem Villager stelle und einfach nur die ganze Zeit so ein bisschen mit dem Trade, ein bisschen die Blöcke setze, abbaue, dies, das, wisst ihr. Und jetzt ist das einfach so ein riesiges Problem und der hat mich schon wieder hier rausgeworfen. Ich fasse es nicht. So, aber den Bibliothekar, den wir jetzt hier haben, können wir auch schon mal anfangen nach Hause zu bringen. So, dann kommt er hier wieder hier rein.
Und den transportiere ich später ab. Wir haben hier wieder ein kleines Kind. Das muss aber noch erwachsen werden. Und ich guck mal jetzt oben, ob wir schon wieder mehr Kinder haben, die hier halt einfach nur noch oben hocken und nicht direkt runtergelaufen sind. Und ich gehe mal schlafen. Nicht, dass hier noch Monster spawnen, die uns irgendwie töten oder die Villager oder so. Da hätte ich auch keine Lust drauf. Trinken ist ganz wichtig. So. Ich höre doch hier irgendwo einen kleinen Dorfbewohner. Ernsthaft, die haben schon wieder keinen kleinen Dorfbewohner gemacht. Jungs, was geht denn bei euch? Ich glaube, die haben einfach noch nicht genügend Essen, ne? Kann es sein? Weil irgendwie, die pflanzen das hier auch nicht selber voll. Ich muss es immer selber machen, dass es voll gepflanzt wird. Warum ist er denn jetzt Kartograf? Können die sich noch paaren, wenn er Kartograf ist? Ja, ne? Ich glaube schon. Theoretisch dürfte da nichts sein. Aber ich meine, wenn er Kartograf sein will, dann lass ihn halt Kartograf sein, so. Bringt es was, wenn wir mit den Villagern handeln? Können die dann irgendwie mehr Kinder produzieren oder so? Wenn ich jetzt mit dem Kartografen zum Beispiel ein bisschen Papier handle, stört es die oder stört es die nicht? Ich weiß es nicht, Leute. Nicht, dass es sie stört und die sich jetzt nicht mehr fortpflanzen, deswegen. Ich lasse es einfach lieber. Mann, die müssen Kinder machen hier. Jungs, kommt. Ich glaube an euch. Ah, guck, der eine ist jetzt wieder Farmer geworden. Hat er sich wieder gedacht, ah, ich werde wieder Farmer. Ob die noch Kinder zeugen oder es da vielleicht schwerwiegende Probleme gibt, das sehen wir wohl morgen erst um 17 Uhr, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann und ciao.